Was geht ab, YouTube? Farid Bang hat in seinem neuen Single Kuckuck Jagd auf Bushido gemacht. Das Video dazu findet ihr in der Infobox. Wir alle kennen den Song Gangster Rap Kings und laut Django, dem ehemaligen Forenmanager von Bushido, hätte es schon zu den Zeiten ändern dich Zeiten einen gemeinsamen Song geben sollen. Und das war im Jahr 2010. Dieses Feature hätte aber laut Django nur ein Business Move für Bushido werden sollen. Privat nannte er Farid Bang einen Versager. Also wie es aussieht, hatte Bushido das gegen Farid Bang und Kollege. Letztendlich kam es aber anscheinend wegen Django nicht zum Feature auf Zeiten ändern dich, da er sonst gegangen wäre. Jedenfalls sagte Farid in einem Interview folgendes. Du hast deine ganze Karriere auf diesen Moment jetzt gearbeitet und du hast auch nach einem bestimmten oder nach dieser Gangster-Rap-Kings-Geschichte habe ich mein ganzes Leben nur noch darauf gehofft, in der Position zu kommen, EGJ richtig so zu fronten und in einer starken Position. Ich habe beispielsweise zu Zeiten von Blut gut über sie gesprochen gehabt, aber das war nicht mein wahres Befinden. Das war mehr so aus diplomatischer Sicht und so. Ich habe damals zu der Zeitpunkt, also jetzt, ich habe überhaupt nichts gegen keinen von denen, aber zu dem Zeitpunkt habe ich emotionalen Hass, ist jetzt so falsch, aber das hat mir schon, doch ein Hass ist, glaube ich, schon die richtige Ausdrucksweise. Ich war so bereit, bis zum ans Äußerste mit hinzugehen. Und das weiß auch jeder, und aber das ist immer emotional. Also das ist jetzt auch nicht gespielt, so ein EGJ und JBG-Beef oder was auch immer. Mhm. Sondern das ist wirklich eine emotionale Sache gewesen. Jetzt natürlich ist es, das ist jetzt wie viel Jahr? 2 Jahre her, ne? Drei Jahre her. Und das ist jetzt für mich nicht jetzt so, dass ich sage, ich trage noch irgendeinen Krümel oder ein Staubkorn gegen Bushido oder irgendwas. So, weißt du, das ist auch irgendwo. Das ist auch irgendwo eine Momentaufnahme, ne? Das war eine Momentaufnahme und in dem Zeitraum, da war es einfach so. Und ich habe immer gehofft, dass dieser Moment kam. Und umso länger ich weitergemacht habe nach Gangster Rap King, umso weiter habe ich mich davon entfernt, so mäßig. So dass ich irgendwann gedacht habe, ich muss mich damit abfinden. Und dann kam dieser Moment, JBG, du musst dir vorstellen, das ist der rechtmäßige Weltmeister. Der hat die Chance gegen den ich will jetzt niemanden beleidigen, aber ich sag mal gegen den Fake-Weltmeister, ohne jetzt irgendwie Bushido besonders nahe treten zu wollen oder beleidigen zu wollen. Ich finde einfach keinen besseren Ausdruck. Er ist kein Fake-Meister oder was. Ich habe Respekt vor dem, was er geleistet hat. Aber du willst einfach diesen Kampf haben. Weißt du? Und noch mehr, wenn du ihn persönlich nicht gemocht hast. Yeah. Weißt du? Also demnach hatte Farid auch einen Hass gegen Bushido. Nun Freunde, ich denke kaum, dass Farid noch einen persönlichen Hass gegen Bushido hegt. Ich glaube vielmehr, dass er es aus sportlicher Sicht gemacht hat, so wie es zum Beispiel bei Flair war. Aber ich bin mir sicher, dass da noch mehr kommen wird, falls sich Bushido nun endlich trauen wird, Farid Bang zu dissen. Oder was sagt ihr? Also schreibt eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Ansonsten abonniert, teilt, liked und peace. Hadi Allah.